einen wunderschönen, ja, herzlich willkommen zu Clicker Hero Folge 59. So, du komm mal her. Ja, wir hängen. Willst du wirklich verarschen? Ich hatte gehofft, wir können Zila kaufen, aber das geht gerade so nicht. Warum ist das so? Wir bräuchten noch mal ein einziges Level von ihm. Warum ist der Hund so teuer? Können wir jetzt irgendwie ein bisschen boostern, dass wir da noch mal ein bisschen mehr... Ich meine, wir haben es fast geschafft. Was ist da los? Oh, na, was ist da los? Kann ich noch ein bisschen... Ja, komm, doch, schaffen wir locker. Dann machen wir mal auf... Gehen wir noch ein bisschen weiter hier, kriegen wir ein bisschen mehr Gold. Dann geht das hoffentlich ein bisschen schneller, kriegen wir auch ein bisschen mehr Gold, kriegen wir den ein bisschen schneller und dann so. Voll Zieler, den tust du auf jeden Fall noch schaffen. Vor allem der Punkt gleich richtig? Fragezeichen? Naja, vielleicht gar nicht so sehr. Achso, ich meine, ich kann jetzt halt nicht einschätzen, wie viel hier durch diese Dixie muss da kommen, ne? Weil hier steht beim DPS natürlich schon mit dem Geld. Mit den Guilds. Deswegen kann man das nicht vergleichen. Das ist natürlich ein bisschen traurig. Ja. Yeah. Habe ich doch Lust, so lange zu warten? Siehst du, was ich sowieso mal gucken wollte? Wenn jetzt die Ascension so lange dauern, dann könnten wir jetzt vielleicht sogar mal einmal mal testhalber, ne, wir haben ja massig Rubine, einfach mal testhalber direkt, also ne, ascenden, dann alles vorbereiten, also ne, das höchste Monster, was wir dann kaufen können, auf Max-Level bringen. Und dann mal hier so ein Timelapse benutzen, ne, so für 8 Stunden. Weil das Ding kostet ja gerade mal 10 Rubine und würde uns schon mächtig ein Zeitersparnis von, naja, ich sag mal mindestens 2 bis 3 Stunden geben. Mindestens 2 bis 3 Stunden, klar. Sag mindestens oder ein Zeitraum. Easy. Ja, also von mindestens 2 Stunden geben. Wäre vielleicht gar nicht so dumm. Nur wenn ich das schon mache, weil das Problem ist halt, Timelapse ist halt ne, ist halt Idle-Zeit. Heißt, dann sollte ich vielleicht bis dahin das hier dann doch ein bisschen hochleveln. Wisst ihr was? Wir haben 65. Ich schicke den hier einfach mal auf Level 10. Das müsste ja klappen. Genau. Bam. So. Dann holen wir uns am besten unsere beiden Idler. Ich hoffe, ich mache jetzt nichts Dummes. Der können wir ja nicht gleich sagen, alle. Danke. Hätten wir das auch geklärt? gut, Hochlevel macht ihr dann aber nach der Ascension, zusammen mit den anderen. Und dann gucken wir mal. Ob das was bringt, was das bringt. Gut, den hier werde ich natürlich jetzt nicht besonders hochleveln, weil... Warum eigentlich nicht? Ist doch egal. Jo. Ha! Wie gelaufen? Ja, genug rumgelabert. So, dann schicken wir noch alle Guilds. Boom. Und dann gucken wir mal. Aha, na guck mal. Schon haben wir wieder Insta-Kill-Phase. Mal gucken, wie lange die hält. Oh, gut, der war bei 39,05 und der ist bei 39,16. Das heißt, wir haben nochmal einen ordentlichen Puffer dazu bekommen. Gut, wie lange das hält, ist jetzt eine andere Frage. Vielleicht hält das auch gar nicht so lange. Ah, der gute Sila. Ja, die nächste wäre dann die Matzi. Wie wir einfach schon bei Level 56.000 sind. Wir brauchen noch 20.000 Level und ich habe meinen alten Spielstand eingeholt.
Das ist ein bisschen krank. Gut, ich meine, mein Altersspielstand war auch ungefähr genauso alt. Ich meine, der jetzige, der ist insgesamt, sieht man das? Ja, ist wie ganz unten, ne? Ja, Monat alt. Könnte also gut hinkommen. Eben, wie gesagt, bei meinem alten Spielstand, da war ich ja auch Level 88.000. 88, Mann, nein. Immer. Genau, 88.000 noch drin. Und den Spielstand habe ich bald wieder eingeholt. Und bald habe ich auch unseren komischen Fake-Stand eingeholt, wo ich immer noch nicht weiß, wo diese Zahl herkommt. Ich habe keinen Plan. 74.000, hä? Na egal. Auf jeden Fall haben wir das Level bald überholt und damit, ne? Easy und so. Oha, schon ist die Insta-Phase wieder raus. Ah, schau mal, na guck, gut, der ist doch erstmal Level. Sobald der hier Level 200 erreicht, könnte schon wieder besser, schon wieder anders aussehen. Weil, ne, der bekommt ja wieder diese Vierfach-Booster. Mit Level 4000 level ich ihn mal manuell. Achso, das ist ein Boss. Mach eine. Weg mit dir. Du Penis-Boss. Du Boss-Penis. Oh, nehmen wir die Götter besten auch nochmal mit hier. Machen wir richtig schön. Gut. 100 Gilds haben jetzt nicht so viel gebracht. Aber der gute Wille zählt. Komm, komm. Och, ernsthaft jetzt ein Level? Danke. Meine Fräse mit Käse und Anchovy. So. Dann könnte das doch schon. Nee, ich glaube mal, wir kommen nicht mehr in. Wir kommen definitiv nicht mehr in die Instacle-Phase. Weil wir haben jetzt hier schon ganz viel Defizit, ne? Wir brauchen noch mindestens das Zehnfache an Gold. Das Zehnfache an Gold, wenn wir sowas von nicht bekommen. Komm, wir machen einfach nicht. Aber ne, ist ja schön, dass wir zumindest viel halt schon gekauft haben. Das heißt, in der nächsten Session können wir dann locker auf den gehen. Ist doch auch schon mal was Schönes. Ist doch auch schon mal was Feines. So, direkt mal eine Goldkiste. Ach, wohl, nee, ich mach erstmal. Wir machen erstmal hier unsere kleinen Helden. Bitches. So. Ich speichere mal vorher. Ich speichere viel zu selten. Gerade in Aufnahmen, in Let's Plays. Normalerweise so, wenn ich so privat bin, speichere ich bei jeder Essential, habe ich mich so angewöhnt. Aber im Let's Play vergesse ich den Typ immer. Ich weiß nicht warum. Wobei jetzt gerade habe ich auch wieder dran gedacht. Hm. Ja, weiß das schon. So. 93. Ich mache mal erstmal hier hinten die krumme Zahl weg. Ich glaube mal, die wird überleben. Ansonsten. So, bis 93 können wir gehen. Oder besser gesagt, ich gehe hier so lange, bis ich 3,3 unterschreite. Was schneller geht, als ich dachte. Eieieiei. Oha, okay. Ist ein guter Wert. 3,96 ist noch ein guter Wert. Heißt aber auch, dass ich bei den anderen, ne, wenn ich jetzt hier einfach sagen würde, 1,36 kaufen, 1,93, dann würde hier hinten eine 2 bleiben, weil nämlich die 2 nach hinten rutscht und das sieht scheiße aus. Deswegen muss ich das dann damit einkalkulieren. Das heißt, ich sage jetzt, kaufe 3E, was? Wie viel habe ich? 93? Ah, 96, okay, macht schon mehr Sinn. Macht schon mehr Sinn. So, das heißt, wir kaufen jetzt 3E196. Diese Zahl wollen wir aber auf unsere Zahl abändern. Das heißt, wir machen 92 und hängen noch, weil wir jetzt 4 Nullen entfernt haben quasi, diese 4 Nullen manuell ran. Ja, ich weiß, wissenschaftliche Schreibweise ist so ein bisschen so, aber ich mache jetzt quasi genau das, ne? Genau das macht nämlich auch meine Big Math Library, weil die arbeitet ja auch mit solchen Zahlen. Und jetzt könnt ihr mal sehen, wie man mit solchen Zahlen rechnen kann. So, jetzt haben wir die Zahl auf diese Zahl normalisiert. Und jetzt können wir mit diesen beiden Zahlen arithmetische Operationen wie Plus und Minus machen. Bei Multiplizieren hätte man das jetzt nicht machen brauchen, aber zum Addieren und Subtrahieren muss man die beiden Zahlen aufeinander abstimmen. So, jetzt können wir die Zahlen subtrahieren. Das heißt, wir wollen das hiervon abziehen, also ziehen wir von 30.000, 2,6 ab. Können wir eigentlich auch gleich richtig machen. Machen wir 91 und hängen noch eine 0 ran. Das ist nämlich ein genaueres Ergebnis.
So, das heißt, wir ziehen von 300.000 26 ab. Und das sind dann 2,999,74. So, wenn ich jetzt das dazu addiere, müsste ganz genau 3,196 rauskommen. Yay! Yeah! Ronny, du Mathematik-Genie! Ich wusste gar nicht, dass du rechnen kannst. Ich auch nicht. So, die Frage ist, habe ich hier unten genauso gelevelt? Ja, auch 2,6. Sehr schön. Dann haben wir tatsächlich... wo sind die dritte? Hä? Ach ja, boah, Alter, da haben sich zwei dazwischen geprängelt. Ein Hurensohn-Pack. So. So. Ja, ja, das wird ja ganz schön schnell weniger an Gold hier. Heilige Schwanz, Maria. Und was? Alter Schwede, das ist aber echt teuer. Hä? Habe ich jetzt gerade den falschen gelevelt? Ich schätze mal ja. Ich glaube, ich habe den falschen gelevelt. Na super. Da muss ich doch ja mal, was ist das hier alles? Mein Spielstand. Inpolladieren. Und das Ganze normal machen. Ein Glück habe ich einen Clipboard-Manager. Der managt mein Clipboard. So, das Ganze also nochmal. So. Immer die Dinosaurus. Habe ich gerade eiskalt auf den falschen geklickt, Alter. Die klubt das nicht. Sehen aber auch so alle so bepinnest aus, ganz ehrlich. So. Zuerst ihn. Dann ihn. Und wo ist jetzt der andere Schwanz da? Bam. So, jetzt können wir gucken, was wir machen mit die mit dem Bein. Ich will die persönlich noch gar nicht so hoch machen, sondern ich mache die am besten erstmal auf nur auf 2,96, weil wir haben nicht mehr so viel Cash in die Tasche. Wo ist der andere Penis? Da ganz oben? Nee, der ist kurz da drüber. So. Ja, die 1, die hier, die verschwindet irgendwo im Nevada. Über die braucht man sich keine Sorgen machen. So. Ja doch, ich lasse die auf 2. So, jetzt kommen die beiden nichts teureren. Das heißt, wo ist genau der da und unser Jaggernaut. Der Jaggernaut ist da oben. So, wieder rantasten. Ich sag mal, bis 1,5 können wir da gehen. Ich lasse ihn auf 1,57. 1,57 ist eine gute Zahl. Das fand ich wirklich, aber egal. So, 1,57. Was mach ich denn hier für einen Dreck, Alter? Penis. So. Okay, okay. Ich meine, ich könnte die auch auf 5 ziehen. Doch, komm, ich ziehe die nochmal hier auf 5. So. Dann haben wir noch mal ein bisschen mehr Liquidität. Okay, und die restlichen kann ich jetzt in die ganz teuren rein. Mal gucken, wie viele Level ich da noch mal kaufen kann. Bis 93. Oha. Okay, lass ich so. Wie viele Level war das jetzt? 30. Sehr schön. Dann machen wir mal hier 30. Bam. Okay. Dankeschön. Dankeschön. Ich dachte, da stand schon 290, weil die 9 und die 6 ja plus gespiegelt sind. Da war mein kleines Hirn verwirrt. So, den einen Neuzugang, der sehr extrem teuer ist. Die hatten wir überhaupt einen? Nee, ne? Wir hatten ja gar keinen teuren, also ganz teuren Neuzugang. Wir hatten ja bloß den mittelteuren, diesen komischen Typ, der auf die Autoklicker da abzielt. Und ansonsten diese preiswerten Viecher. Ach, guck mal, Wakamaru, du kleiner Wichser, du bist sowas von OP. Dich könnte ich eigentlich auf Level 1 lassen. Und das würde keiner merken. Keine Sau würde das merken. So.
Und ganz ehrlich, den Schwanz hier, den lasse ich einfach komplett raus. Der ist mir komplett egal. Ich meine, ich könnte dem jetzt 1E93 geben, weil, ne, wir brauchen auch noch ein bisschen was später zum Gilden. Ganz ehrlich, lohnt sich das? Macht das Sinn? Das sind halt 10% Effektivität mehr. Und dafür habe ich aber dann nicht mehr später zur Verfügung, ne? Das kommt ja auch noch dazu. Gut, das macht auch später, wenn wir den 100, weiß nicht, 96 haben, ist es bloß noch ein Tausendstel. Von daher bringt das auch nicht so viel, aber ich mag es trotzdem nicht, die ganzen Dinger hier einfach wegzugeben, nur für 10% mehr Effektivität. Das ist so, das ist so useless. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Jetzt muss ich mal ganz, ganz kurz gucken. Oder noch besser, wir machen einfach den Direktvergleich. Was ist jetzt Effektivorus Besserus? Tostus. Das heißt es, Virus, Machus, Ersus, Malus, Gekaufus und Svarus, Dischus. Und dann Dischus. Okay, ich glaube, wir sind mit Eilen doch schon viel schneller als ohne Eilen. Oder? Werden wir gleich sehen. Werden wir gleich sehen, alles. Bitte, 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 die hier bitte ruhig bleiben und so, ne? Bitte nicht Herzinfarkt bekommen oder so ein Scheiß. Das kann kein Penis gebrauchen. So, du kommst erstmal direkt auf Level 2000. Dankeschön. Und du bekommst erstmal direkt Level 8000. Oh, das dauert immer so ewig bei dem hier. Mann, warum du keine Penis-Taste? So, easy. So. Jetzt machen wir noch die beide hier, die beide, klar. Die hier jeweils um 2, meine ich doch. Das ist das, was ich sagen wollte. So. So. Über dieses Hochlevel hier am Anfang, das ist ja so kraftraubend. Es ist so komplett useless. So, jetzt haben wir schon mal ordentlich Penis. Buja. Und jetzt will ich mal ganz kurz gucken, wie viel. Also, ne, man sieht, die Zahl steigt jetzt so ordentlich an. Das heißt, wir bekommen ungefähr, na, ich sag mal so, ja. Es reicht jetzt zum ganz grob schätzen 1E590 an Gold pro Sekunde. So ganz, also Hauptsache wir sehen, die Zahl verändert sich. Und jetzt will ich mal gucken, wenn wir aktiv klicken. Also Finger auf dem Abzug. Dann bekommen wir ja erstmal hier oben. Ich bekomme trotzdem noch was? Okay, dann wird der hier definitiv alles ficken. Oder auch nicht. Achso, oder es war noch alte Taler. Nee, hä? Okay, süß, das macht keinen Sinn. Auf jeden Fall bekommen wir mit Eideln mehr Geld als mit aktiv klicken. Okay, das heißt, ich setze jetzt auf Tsuchi alle Guild und dann tun wir etwas, wo ich mich frage, wie viel das bringt. Und zwar machen wir einfach mal eine 8 Stunden Vorsprung-Kacke. Und wir haben geschafft. USA, naja, 20.000 Zonen. Das sind immerhin gute, naja, mindestens 2 Stunden Ersparnis. 20.000 Zonen. Ich schaffe pro Stunde so ungefähr 9.000 Zonen. Das heißt, auf jeden Fall mehr als 2 Stunden. Und das kann man doch schon machen. Das hat sich doch schon richtig gelohnt. Können wir gleich das hier nochmal machen? Hat sich doch schon richtig gut gelohnt hier, Lollipop. Was? Und wir können direkt fast auf Mooru gehen. Mooru-Pop. So, was wir zuallererst tun machen. Ja, sie gilt immer noch. Ich meine, die 8 Stunden sind zwar eigentlich schon längst vorbei, aber ist okay. Ist okay. So, wenn wir leveln den nochmal direkt hier weiter hoch. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Galt denn die ganze Zeit unsere Combo? Nee, ne? Nee, sonst sind wir hier.
Hat er die 8 Stunden wirklich als Idle berechnet oder würde das nur als Idle berechnen, wenn wir davor auch im Idle-Modus waren? Ha. Aber er muss es mit Idle gemacht haben, weil wir haben jetzt keinerlei Angriffsstärke. Das heißt, damit wir überhaupt bis hierhin gekommen sind, braucht er den Idle-Bonus. Das heißt, er hat doch definitiv mit Idle-Bonus gearbeitet. Jetzt haben wir hier beides. Idle und die Kombo. Wow. Das ist aber schön. So. Dann haben wir Tsuchi schon mal hochgepumpt. Dann kommt jetzt noch unser guter alter, der hier halt. Ich weiß gar nicht, auf welches Level der muss. Der muss, glaube ich, auch auf Level 8000. Und dann können wir vielleicht sogar noch in der Aufnahme hier Mooru. Sollte genau so 8000. Tada! Booyah! 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 Ja, ja! So, gildet. Mooru. Immer gib ihm. Immer gib ihm. Nein, Skohur. Mooru kommt ja erst gleich. Ach, wie schön. So, dann gucken wir mal. Ach, es ist halt noch so viel. Ich meine, die Zahl steigt zwar unglaublich schnell an, aber so schnell steigt die Zahl hinten halt doch noch nicht an. Naja, ein Einstieg braucht ungefähr 10 Sekunden, ne? Könnte fast so hinkommen. Also, zum grob Rechnen reicht's aus. Das heißt, damit er von 30 auf 90 kommt, bräuchten wir 6, also 60 Stufen, 10 Sekunden. Wären ungefähr 600 Sekunden, also ungefähr 10 Minuten. Und das ist mir zu lang. Das lohnt nicht. Das heißt, das mache ich dann doch offscreen irgendwann, wenn es dann halt soweit ist. Wir begnügen uns erstmal damit, dass es so ist. So, und eigentlich können wir jetzt auch aus dem aktiven Part rausgehen. Was tue ich? Ich wollte ihn noch gar nicht hochleveln. Ist ja auch egal. So, genau. Ich wechsle mal doch trotzdem jetzt sofort direkt ins Aktive. Weil wir haben halt mit aktiv definitiv mehr Klickstärke. Das ist da, also, ne? Ich meine, wir können natürlich auch so komplett auf Hybrid gehen, dass wir erst sagen, okay, wir spielen passiv, so lange bis es halt nicht weitergeht und gehen wir dann erst auf aktiv. Ob das was bringt, wie viel das bringt, ja, keine Ahnung. Ich habe absolut keinen Plan, ob das was bringt. Weil dann würden wir halt bis dahin, bis wir idlen, halt mehr Gold bekommen, ne? Weil wir ja gesehen haben, so viel mehr Gold bekommen wir gar nicht. Hier, komm. Ich bin aktiv. Passiv machen wir nur am Anfang, um die 8 Stunden zu überspringen. Danach gehen wir komplett auf Passivmodus. Okidoki. Dann würde ich mal sagen... gut, dazu muss man jetzt auch sagen, wir haben den gerade auf Level 10. Ich meine, normalerweise wird der jetzt mittlerweile Level 100 oder sowas. Und die Zahl steigt ja exponentiell an. Also, ne... Aber das ist jetzt alles erstmal komplett egal. Wir lassen es wie gesagt erstmal so. Dann gehen wir einmal darauf und einmal darauf. Der nächste Finger kommt auf die Dame hier unten. Die möchte gerne Gefäß. Ja gut, jetzt. Und dann würde ich mal sagen, ja, sind wir eigentlich soweit durch. Also haben wir eigentlich alles gemacht. Alles, was in irgendeiner Art und Weise richtig, wichtig oder irgendwie was anderes sein könnte. Oder auch nicht. Gut, in die Sinne würde ich mal sagen, Schaurus, Faurus mit Faurus. Was? Egalus. Das ist uns komplettus egalus. Jütchen, ja, dann würde ich mal sagen, tschüss. Man sieht sich morgen oder so. Ja. Mal gucken, vielleicht. Ja, eben, siehst du, wenn ich jetzt pro Ascension 2 Stunden einspare, ist es jetzt 8 Uhr. Da könnte ich die nächste Ascension locker bis, ich sag mal, 14 Uhr schaffen, vielleicht. Das heißt, ich krieg vielleicht sogar noch bis heute Abend eine Ascension durch. Dann könnten wir heute Abend schon transzenden. Ich muss mal gucken, wie weit wir kommen. Wie weit wir jetzt quasi hier bumsen.
Weil der Einstieg ist gar nicht mehr so weit, ne? Wir haben ja. So ein kleiner Balken, ja? Und dabei ist gerade mal eine einzige Zeile. Ja, nicht mal eine Zeile. Hä? Wow. Wir scrollen ein bisschen. Ich platz hier unten. Bup. Drei Pixel oder sowas, keine Ahnung. So. Wir haben auf jeden Fall hier gerade nur noch E12. Nein, E8. Ja gut, dann brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Dann können wir eigentlich wahrscheinlich sogar schon in der Ascension jetzt transzenden. Also nach der Ascension jetzt dann transzenden direkt. Weil wenn wir hier gerade mal noch E8 haben, dann kriegen wir hier wahrscheinlich bloß noch so E4. Naja, vielleicht auch ein bisschen mehr, aber das lohnt sich dann halt einfach nicht nochmal zu ascenden. Gut, dann machen wir wahrscheinlich doch schon heute Nachmittag direkt die Transcension. Ist gebongt, machen wir so, warum nicht? Ja, war eine sehr kurze Nacht für mich. Ich bin ja sowieso so Kurzschläfer und so. Alter, wie wir einfach 1000 Ancient Souls bekommen. Das ist traurig. Wir bekommen mehr, als wir davor hatten. Ah, nee, doch, wir hatten schon 1005. Das war bei der vorherigen Transcension, wo wir gerade mal 700 hatten. Ja, gut. Mal gucken. Ich meine, es läuft ja gerade noch eine Ascension. Vielleicht kommen wir auch auf über 1000. Bezweifle ich aber. Wir schaffen es garantiert nicht auf 1000. Aber egal, selbst wenn wir 1000 durchstreifen, wir bekommen trotzdem fast so viel, wie wir schon bisher schon haben. Das ist einfach krank. Warum ist das so? Nicht nett. Definitiv nicht nett. Nein. Gut, in dem Sinne, jetzt aber wirklich. Schau mit V. Bis morgen oder so. Ja, genau, doch, für euch bis morgen. Tschüss.